Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Nico von den Autolackaffen und heute zeige ich dir die Kunststoffaufbereitung Level 3 für Profis. In diesem Video soll es darum gehen, wie du so extrem ausgeblichene, unlackierte Kunststoffteile wieder aufbereiten kannst. Der Prozess ist hier relativ radikal, also mach das genauso nur, wenn du wirklich so echt extrem ausgeblichene Kunststoffleisten hast. Was nämlich passiert mit der Zeit ist, dass sie Weichmacher und der UV-Schutz rausgehen. Dadurch wird der Kunststoff spröde, die Farbe entweicht und sieht einfach nicht mehr schön aus. Wir werden einmal zusammengefasst erst den Kunststoff einmal anschleifen, dann nochmal fein nachschleifen, anschließend mit einer nährenden Kunststoffpflege pflegen. Also das meiste im Kfz-Aufbereitungsbereich ist wirklich nur eine optische Pflege. Also das bedeutet, dass wir wirklich nur einen Nachtönungseffekt haben. In diesem Fall nehmen wir die Tapir-Kunststoffpflege, die hat Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Leinöl, die so, man könnte sagen, die Weichmacher ersetzen, also sie wirklich in den Kunststoff eindringen, ihn nähren und ihn auch wieder flexibel und widerstandsfähig machen. Und im letzten Schritt werden wir das vielleicht am zweiten Tag noch wiederholen, falls das nötig ist. Wir fangen jetzt gleich an. Abgeklebt ist der Bereich schon, achte da wirklich drauf, da wie mit dem Schleifpad am Kunststoff arbeiten, dass du den Bereich abklebst, damit du den Lack nicht schleifst. Und jetzt geht's los mit dem Schleifen. Für das Schleifen benutzen wir ein Lederschleifpad. Im Endeffekt ist das einfach ein 400er Schleifkorn auf einem Interface. Dadurch haben wir immer ein gleichmäßigeres Schleifbild. Ich schneide mir das jetzt so recht in ein kleines Stück, weil sich das einfach leichter macht, den Bereich damit zu schleifen, als wenn ich jetzt so ein riesengroßes Schleifpad in der Hand habe. Das kannst du aber am Ende machen, wie du willst. Schleif ganz locker ohne Druck, damit keine Schleifriefen entstehen und schön gleichmäßig die oberste Kunststoffschicht runter. Das ist nämlich die oxidierte Schicht, die komplett die Farbe verloren hat, die porös geworden ist, die einfach nicht mehr schön aussieht. Und wenn wir die runternehmen, haben wir die Möglichkeit, alles wieder schön und gleichmäßig aufzufrischen. Wie gesagt, ist eine relativ radikale Geschichte, sollte man nicht immer machen, sondern nur, wenn ein Kunststoff so ausgeblichen ist und sonst nicht mehr zu retten ist. Denk auch an die versteckten Bereiche hinter dem Türgriff und auch wenn du den Türgriff ein Stück nach vorne ziehst, dass du auch die Kanten schleifst, die dazwischen sind, um am Ende wirklich ein gleichmäßiges Ergebnis zu erhalten. Im nächsten Schritt nehmen wir ein 4000er, das ist im Endeffekt genau das gleiche, 4000er Polierkorn auf einem Interface und gleichen die Oberfläche nochmal ein bisschen weiter an. So, jetzt nehmen wir die Tapir-Kunststoffpflege und wollen das, was wir gerade vorbereitet haben. Wir haben nämlich die oxidierte oder die tote Kunststoffschicht einfach runtergenommen, die Oberfläche noch ein bisschen angeraut, um jetzt wirklich die Kunststoffpflege gut aufnehmen lassen zu können. Haben wir die Kunststoffpflege schütteln und die ist wirklich extrem ergiebig. Also für die Fläche, da reicht wirklich ein kleiner Tropfen hier auf so einem kleinen Baumwolltuch. Haben wir so ein bisschen hochgeschüttelt, ausgedrückt. Das reicht locker für den ganzen Bereich. Und dann einfach mit dem hier wirklich satt auftragen. Und den Prozess kann man durchaus auch noch mal wiederholen am nächsten Tag, weil das zieht erstmal ein. Dann wird es vielleicht, je nachdem, wahrscheinlich bei dem Zustand wieder ein bisschen nachgrauen und dann einfach noch mal wiederholen. Auch ruhig 2-3 Mal, bis halt wirklich irgendwann der Kunststoff wieder genährt ist. Wie gesagt, halt keine rein optische Pflege. Natürlich macht es auch einen optisch schönen Effekt, aber es geht hierbei auch darum, wirklich den Weichmacher wieder zurückzubringen. Um jetzt nochmal ein bisschen einen oben drauf zu setzen und einfach die Pflegewirkung zu erhöhen, können wir den Kunststoff auch nochmal ein bisschen erwärmen. Nicht so sehr, sonst ändert sich die Molekülstruktur des Kunststoffes und kann sich verfärben, also dann kann er fleckig werden. Deswegen einfach nur ein bisschen so erwärmen, die Hand ranhalten und ein bisschen über Hand warmen, sodass einfach die Kunststoffpflege da nochmal schön eingebracht wird und tief einziehen kann. Dann sehen wir vielleicht auch mal ein, zwei Ecken, wo wir noch nicht so gut waren. Wieder oben, da werde ich gleich nochmal ein bisschen was nachpflegen. Und generell kann man nach dem Föhnen den Prozess auch einfach nochmal wiederholen, weil dann wirklich dieser Einziehprozess beschleunigt wird. Ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben den Kunststoff natürlich wieder aufgefrischt, arbeiten jetzt noch mal ein, zwei kleine Ecken nach, wo wir sehen, dass wir da noch mal ein bisschen was nachgeben können. Machen insgesamt, wenn nötig, noch mal eine zweite Schicht drauf, um einfach noch mal ein schöneres Ergebnis zu bekommen. Und es ist ganz wichtig, du kannst sehen, wir haben hier keine Tönung, nichts Farbiges, sondern haben wirklich die Originalfarbe, die Tiefe des Kunststoffs wieder zurückgebracht. Föhnen das Ganze noch mal trocken. Durch das Trockenföhnen beschleunigen wir den Prozess, intensivieren das Eindringen, machen alles ein bisschen schneller und besser und können dann direkt sehen, ob wir nochmal nachlegen müssen. Nach der Einwirkzeit, die kann zwischen sofort runternehmen oder auch einen Tag liegen.
nimmst du das einfach nochmal im sauberen Mikrofaser- oder Baumwolltuch wieder runter. Die Einwirkzeit bestimmt sozusagen über den Glanzgrad. Je länger es darauf einwirkt, desto glänzender wird es am Ende. Wenn du es sofort wieder runternimmst, hast du den wenigsten Glanz. Nach einem Tag hast du, sage ich mal, den maximalen Glanz. Deswegen gehen wir jetzt einfach nochmal nach dem Einfüllen sozusagen mit einem trockenen Baumwolltuch hier einmal überall lang. Und reduzieren, man sieht es, glaube ich, ganz gut, einfach ein bisschen den Glanzgrad. Wenn man ihn wieder erhöhen will, legt man einfach nochmal was nach, lässt ein bisschen länger drauf. Das kann man auch ganz gut ausprobieren. Nur Glanz, der drauf ist, nach einem Tag wieder runterzunehmen, wird recht schwer. Also lieber erstmal am Anfang ein bisschen weniger Einwirkzeit ausprobieren und dann erhöhen, wenn man sagt, das reicht mir noch nicht. Und so haben wir wirklich einen langfristig gepflegten Kunststoff, der nicht nur wieder schön aussieht, sondern auch lange hält. Das Produkt kann man wirklich überall einsetzen, im Innenraum sowie außen und auch für Dichtungsgummis. Und dazu gibt es mit Sicherheit auch nochmal ein anderes Video. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald, dein Autolackaffe.